Paul Oberhoff, bin Viehhändler. Wir vermarkten Tiere in ganz Deutschland, versuchen den bestmöglichen Preis für den Landwirt zu erzielen, um eine gewinnträchtige Mast dem Landwirt zu garantieren. Dadurch wird für die Firma CHP Oberhoff der Rohstoff Rind gesichert. Und so möchte ich mein Lebensunterhalt verdienen. Vorher hatten wir auf jedem Betrieb einen einzelnen Brunnen. Und da wir ziemlich Probleme mit Eisen hatten, war die Wasserqualität nicht so gut. Durch schlechte Wasserqualität, schlechte Tierzunahmen und bei schlechten Zunahmen weniger Verdienst eines Landwirts. Wir haben angerufen, wir brauchen einen neuen Brunnen und eine Wasseraufbereitungsanlage und dann haben die uns das komplette System zur Verfügung gestellt. Die Stelle, wo der Brunnen hinkommt, die gibt man vor und sagt, wo man den haben möchte. Und dann kommen vom Moment die Fachmänner und sagen, da wäre es optimal, da wäre es optimal. Die suchen die Stelle aus, den Platz und danach wieder festgelegt. Ja, Sie können ausrechnen, dass ein Tier zwischen 20 und 30 Liter pro Tag benötigt. Dann wissen Sie, wenn Sie hochrechnen, was an der Summe zusammenkommt. Ja, das durch die Anlage ist also das Eisen im Wasser nicht mehr vorhanden. Die Analysen, die wir in Auftrag gegeben haben bei einem neutralen Unternehmen, hat gezeigt, dass das Wasser Trinkwasserqualität hat und damit sind wir zufrieden. Sogar eine bessere Wasserqualität habe ich bei einem Tier eine bessere Tageszunahme. Und eine bessere Tageszunahme bedeutet ein höheres Endgewicht. Ein höheres Endgewicht bedeutet für den Landwirt eine größere Annahme.